Es geht zurück zum Security-Mann im Einkaufszentrum. Kevin James ist wieder unterwegs als Kaufhauscop. Mr. Ballard, hier ist eine Karte des Hotels. Nicht nötig, ist schon eingescannt. Sind geladen und gesichert. Sir? Ja? Da lang. Sie hielten sie falsch rum, als ich sie gescannt habe. Paul Blart wird eingeladen nach Las Vegas zur Konferenz der privaten Sicherheitsleute. Und in dem Hotel spielen sich natürlich Szenen ab, die Paul Blart mitbekommt. Nämlich, da sind Bösewichte unterwegs und wollen die ganzen Kunstwerke stehlen. Und das darf natürlich ein Kaufhauscop, der etwas auf sich hält, nicht geschehen lassen. Sie kommen mit den Dingern ziemlich gut klar. Ja, sag bei mir nach. Der Affenhüpfer. Oh! Nichts passiert! Hab's noch drauf. Der Film enthält sehr viele wirklich witzige Szenen. Er ist gut gemacht. Man merkt einmal mehr, Kevin James hat auch ein unglaubliches Gespür für diese Situation. Also dann genau im richtigen Moment die Bewegung zu machen oder genau im richtigen Moment den Spruch zu bringen. Das passt wunderbar und da lacht man doch durchaus sehr viel in dem Film. Komm schon, Dad, wir machen Urlaub. Versuch ihn zu genießen. Irgendjemand räumt das ganze Hotel aus! Ihre Uniform, wie gewünscht, Officer Blatt. Wir brauchen kein Backup, Blatt. Ein kleines bisschen hadere ich so mit der Story. Sie ist doch sehr vorhersehbar. Also das Drehbuch ist relativ einfach gehalten. Man ahnt schon immer, was als nächstes passieren wird, worauf das Ganze hinausläuft etc. Das habe ich auch schon bei Komödien deutlich besser gesehen, wo dann einfach ein paar mehr Kniffe drin waren. Da hätte man, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit investieren sollen. Wenn es einfach wäre, Security Officer zu sein, könnte es jeder. Es braucht schon eine besondere Gabe. Jemanden mit Spider-Man-Sensoren. Hast du nicht gesehen? Alles in allem bekommt der Film von mir 7 von 10 Punkten. Wir sind ausgebildet zu entdecken, verhindern, beobachten und zu melden. Aber es gibt einen Mann, der mehr tut als das. Und ich bin dieser Mann! Das tut mir so leid, Ma'am. Möchten Sie Ihr Bett gemacht haben? Wissen Sie, was Sie da gemacht haben? Verkehrswidriges Überqueren in einer Geschäftszone, Sir. Eigentlich heißt das, Officer. Geben Sie mir trotzdem einen Strafzettel? Ich gebe Ihnen meine Telefonnummer, falls Sie mal einen trinken gehen wollen. Ich trinke nicht, aber reiten tue ich.